Aktienrückkäufe gelten gemeinhin als probates Mittel, um einen Aktienkurs in die Höhe zu treiben. Nun haben wir in Deutschland aktuell den Fall, dass viele Unternehmen noch auf vergleichsweise hohen Cashbeständen sitzen. Insofern wird auch ein Aktienrückkaufprogramm immer mehr eine Option. Was für Folgen das für Privatanleger haben könnte, darüber wollen wir jetzt sprechen mit Dr. Mirko Hecker von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG hier aus Stuttgart. Herr Hecker, erstmal die Frage vorweg, wie genau funktioniert denn eigentlich ein solches Aktienrückkaufprogramm? Also im Grunde genommen recht simpel. Zunächst mal braucht die Gesellschaft, um sowas durchführen zu können, einen Hauptversammlungsbeschluss, weil hier ja in grundlegende Aktionärsrechte sozusagen eingegriffen wird. Das heißt, man muss sich das genehmigen lassen. Es kann bis zu maximal 10% des Grundkapitals ausgestattet werden. Laufzeit maximal 18 Monate, also man muss das immer wieder erneuern. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und wenn der Beschluss da ist, kann das Unternehmen beginnen, eben eigene Aktien, was eben sonst nicht gestattet ist, zurückzukaufen. Welchen betriebswirtschaftlichen Zweck verfolgen Unternehmen mit einem Aktienrückkaufprogramm oder einfach gefragt, welchen Sinn macht ein solches Programm? Ja, Sie haben es schon angesprochen eingangs. Es ist zunächst mal natürlich für solche Unternehmen sehr interessant, sich genau zu überlegen, die über sehr hohe Cashbestände verfügen. Das heißt, Unternehmen, die momentan vielleicht nicht so die Möglichkeiten sehen, das Geld entsprechend attraktiv mit einer hohen Rendite zu investieren. Und bevor man es dann eben für den aktuellen Zinssätzen auf dem Konto so stehen lässt, gibt man es logischerweise den Aktionären zurück, in dem Fall indirekt, indem man Aktien hier zurückkauft, was eben dann dazu führt, dass der Aktienkurs in der Regel steigt, weil die Anzahl der Aktien, der ausstehenden Aktien wird geringer, geringeres Angebot, höhere Nachfrage und dadurch steigt eben in der Regel auch der Kurs dann an. Kommen wir zurück auf die Eingangsfrage. Macht ein Investment in sogenannte Aktienrückkäufe für Privatanleger Sinn? Naja, also zunächst mal, was ich eben gesagt hatte, könnte man ja zu dem Schluss kommen, wenn ein Unternehmen nicht weiß, was es mit dem Geld anfangen soll, mal so platt formuliert, ist es so ein Punkt, wo man sich überlegen kann, ob vielleicht die Wachstumschancen nicht mehr so interessant sind. Das ist sicherlich ein Aspekt, der vielleicht eher etwas kritisch zu sehen. Auf der anderen Seite und gibt es eigentlich mehr Punkte, die dafür sprechen, nämlich eben, was ich vorher sagte, der Kurs steigt in aller Regel an, wenn die Aktien zurückgekauft werden. Das heißt auch, der Gewinn je Aktie für den einzelnen Aktionär wird höher, die Dividende je Aktie wird höher und das sind also alles Argumente, die eigentlich eher dafür sprechen, die es ganz interessant machen. Wir haben uns das mal angeschaut, in den USA beispielsweise gibt es den S&P 500 Buyback Index, das sind die 100 Unternehmen drin, die die höchsten Aktienrückkäufe der letzten 12 Monate gemacht haben und im Vergleich zum S&P 500 hat dieser Index über die letzten 20 Jahre deutlich besser abgeschnitten als der eigentliche S&P 500 und das ist ein Argument, was durchaus dafür spricht. Gibt es aktuell Unternehmen, welche ein solches Aktienrückkaufprogramm auch planen? Also ein sehr prominentes Beispiel aktuell, was ja auch immer wieder genannt wird in den Medien, ist Apple. Die haben bereits eins. Es wurde erst von 90 auf 140 Milliarden Dollar, Milliarden US-Dollar dann erhöht, dieses Rückkaufprogramm. Carl Icahn, der Investor, hatte kürzlich noch gesagt, es sei ihm immer noch zu wenig, weil er den Aktienkurs immer noch höher sieht. Also das ist sicherlich ein Kandidat. Adidas hat im Moment in Deutschland ein Programm laufen. Airbus denkt drüber nach. Auf der anderen Seite, wenn man hier investieren möchte in Unternehmen, wäre zum Beispiel gerade das, was ich eben angesprochen hatte, über einen breiteren Index, da gibt es auch entsprechende derivative Produkte, ETFs darauf, vielleicht sogar der interessantere Ansatz, als es in einzelnen Werten zu machen. Eine Einschätzung von Dr. Mirko Hecker von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.